Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema After Effects Textanimation. Heute zeige ich euch mal, wie man mit einem einzelnen Buchstaben so einen Zini-Effekt bauen kann, wie man den aus einer 80er Jahre Kindersendung kennt. Dazu lege ich mir einfach mal eine Komposition an, in Full HD, vielleicht 10 Sekunden lang und 50 Bilder pro Sekunde. Und dann hole ich mir das Textwerkzeug, richte das ein, das heißt gelbe Farbe habe ich eingerichtet, dann Wingdings. Die Größe ist klar, ungefähr 200 Pixel groß. Und jetzt klicke ich hier in meine Komposition rein, tippe also L, das weiß ich schon, dann kommt diese runde Scheibe, bestätige das. Und mit V kann ich das so ein bisschen in die Mitte drapieren. Ja, das war schon dieses Erstellen von diesem Viech hier, von diesem Computerviech, was ich gerne noch mache. Mit Y kann ich schon mal meinen Ankerpunkt in die Mitte holen, spaßhalber. Und jetzt brauche ich einen Pfad, und zwar einen Maskenpfad. Deswegen lasse ich diese Ebene ausgewählt auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt nämlich eine Form anlege, wird diese Form eine Maske sein. Ich drücke mal die Shift-Taste und dann die Leertaste, hole das ein bisschen in die Mitte. So, und jetzt habe ich also meine Maske hier angelegt. Und gleich wird also dieses Wesen auf diesem Pfad langlaufen. Aber zuerst möchte ich den Pfad noch ein bisschen manipulieren. Deswegen hole ich mal mit V mein Verschiebenwerkzeug und kann jetzt diese Punkte anfassen und werde einfach mal diesen Pfad etwas deformieren und etwas verändern. So. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich mich hier nur auf einen Schenkel konzentrieren und so, dass das ruhig ein bisschen wilder und unförmig aussieht, weil dieser Wurm, der ist relativ nervös und hektisch. Und mit G kann ich nochmal einen Punkt dazu nehmen. So vielleicht. Gedrückte Alt-Taste und ja, das Ganze hier noch ein bisschen so. Ah ja, okay. So möchte ich es lassen. Ja, was brauche ich jetzt? Jetzt muss ich einfach nur noch diesen Buchstaben mit diesem Pfad kombinieren. Das ist einfach. Text aufklappen. Bei Pfadoptionen wähle ich jetzt Pfad Maske 1 aus und jetzt ist dieses Wesen genau auf diesem Pfad. Und bei erster Rand setze ich jetzt einen Keyframe. Gehe mal hier auf vielleicht 2 Sekunden, 2,5 Sekunden und lasse das mal jetzt hier so lang sausen. So, und schon ist das Ganze animiert. Ja, was noch fehlt, ist dieser eigentliche Zini-Effekt, dieses Nachziehen. Und das ist ein Effekt, der heißt Echo. Deswegen gehe ich auf Effekte und Vorgaben. Gebe hier oben Echo ein und dann kommt mein 32-Bit-Effekt Echo. Den hole ich dann hier auf diese Ebene. Jetzt ist der also eingeschaltet und in der Palette Effekteinstellungen, die finde ich unter Effekteinstellungen, muss ich das Häkchen setzen. Kann ich jetzt die Anzahl dieser Echos bestimmen. Ich mache mal 15 und bei Operator nehme ich von vorne kombinieren und Dämpfung etwas runter und schon hat er hier so einen schönen Schweif. Und bei Abstand gehe ich ein bisschen kleiner hin, mache hier einfach mal eine 0,02. Und wenn ich die Leertaste drücke, dann rendert mir das After Effects, dann habe ich hier also diesen schönen Zini-Effekt. Und wenn das Ganze endlos weitergehen soll, könnt ihr auch spaßhalber noch bei erster Rand die Alt-Taste gedrückt halten, die Stoppuhr klicken und jetzt hier eingeben Loop Out. Und jetzt wird das Ganze also über die gesamte Komposition hier abgespielt. So, einmal rendern. Okay, das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.